Hallo Leute, noch bevor die Folge beginnt, begrüßt euch die Yolandi aus dem Schnitt und ich muss euch was sagen, nämlich habe ich in den ersten 5 Folgen dieses Let's Plays den Übersteuerungsschutz meines Mikros deaktiviert und deshalb hört sich das manchmal nicht so geil vom Ton her an. Ich verspreche euch aber, ab Folge 6 ist alles wieder stinknormal und ich hoffe, ihr hasst mich nicht so sehr. Dankeschön für euer Verständnis und viel Spaß! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Und zwar handelt es sich um das Point-and-Click-Adventure, glaube ich zumindest, dass es eins ist. Tschiak! Von unseren Freunden von den Oh No Studios. Die haben uns damals schon bei Tormentum ziemlich unterstützt. Und dann dachte ich mir, warum da nicht Tschiak auch noch spielen? Ich habe riesig Bock drauf. Ich warte darauf auch schon jetzt, boah, bestimmt. Also seitdem ich damals Tormentum gespielt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist. Falls ihr Bock habt, könnt ihr mal die Playlist durchgucken. Es war eine andere Art von Spiel. Also es war auch ein Point-and-Click schon, aber deutlich düsterer. Zumindest sieht das hier sehr, sehr putzig aus. Und ich glaube nicht, dass das düster wird mit unserer kleinen Prinzessin Chiok. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe noch nicht das Spiel gestartet. Ich gehe zumindest davon aus, dass das Chiok ist. Also denke ich. Wir werden es ja gleich herausfinden. Und ich hatte keine Möglichkeit, hier im Spiel Optionen einzustellen. Also ich weiß nicht, ob es eine Sprachausgabe gibt oder nicht. Ich konnte nur Sound und Soundeffekte, also Musik und Soundeffekte einschalten. Die habe ich auf volle Pulle gemacht. Ich konnte keine Grafikeinstellungen oder sowas vornehmen. Deswegen mal sehen, was uns erwartet. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock drauf wie ich. Ich freue mich drauf. Ich habe richtig Lust. Und ich bin gespannt, wie das Ganze sein wird. Also lasst uns einfach mal ein Spiel starten. Oder geht schon los. Long, long ago, somewhere nearby yet far, a kingdom of crescent and double star was ruled with strength, heart, and wisdom unseen by beloved monarch, the gold-haired good queen. Ich liebe es ja, wenn so gereimt wird und so, ne? Always close, right by her throne, was the little princess Chiok, hardly ever seen alone. Where queen went, daughter would walk. Yet soon would end the time of peace. Ill news came from the frontier. The phoenix, an ancient beast, brought to flames all that came near. Queen said, "My dear, you must understand. I have to leave to a distant land to fight for you and all I hold dear." But in her heart, the princess felt fear. Leading an army, away the queen rode. Everyone prayed for her quick return home. Except one who in the castle remained to use the queen's absence for his own gain. The royal wizard, burned by ambition, had sworn with evil forces coalition to realize his sinister plan to rule the minds of all women and man. Set upon the highest tower, the wizard unleashed his power. The sky went black and lightning stormed. The castle began to transform. Towers once bright became dark as night. From walls and floors broken, crawled horrors unspoken. The vile wizard and his minions made the castle their dominion. While the princess bravely fought, she eventually too was caught. To the dungeon, take her! A prisoner, make her! Keep her there and lock the door! Interrupt me no more! Said the wizard and disappeared. Yet what he really should have feared was leaving but a single lock.
between escape and Princess Chalk. Oh, war das schön. Ich stehe so auf solche Märchensachen. Okay. Wie kann ich... Ah. Okay. Silenzium, Ruhe. Also hier guckt was raus, was schon wieder weg ist. Ich glaube, das ist unser Inventar. Da haben wir ein Medaillon drin. Was macht das? Sie springt, wenn ich draufklicke. Okay, mal gucken, wenn wir das Medaillon eventuell... Hier ist es wieder. Ich kann es nicht benutzen oder anklicken oder sonst was. Sie springt also. Okay, wen haben wir denn hier als Gefährten sitzen? Oh Gott, wie putzig. Kann ich irgendwas anderes an ihm noch bewegen? Oh, seine Füßchen. Okay. Ich kann übrigens die Sprache, falls ihr jetzt am Anfang... fand ich die Musik ein bisschen zu laut für die Sprache. Ich kann das nicht individuell einstellen. Also ich habe für die Sprache keine Einstellung, meine ich damit. Okay, was ist hier? Achso, das ist sie. Ich dachte, ich kann die Striche nehmen. Okay, hier ist am Fenster. Okay, was zur Hölle? Wie hilft mir das denn weiter, dass der das gemacht hat? Okay, das ist mega ungewöhnlich, weil es ja komplett ohne Sprache ist. Kann ich das darauf anwenden? Oder auf ihn? Ruhig. Das Medaillon hier auf anwenden? Okay. Ich glaube, das bringt mich im Moment nicht weiter. Komme ich hier ran? Okay. Damit zeigt sie wahrscheinlich, dass sie aus der Reichweite ist. No, da ist einer der eisernen Jungfrau drin. Okay. Das ist ja mega... Mega süß gemacht. Oh, hier. Er hat ein Auge. Gruselig. Hier. Ich kann es aber nicht mitnehmen, ne? Okay. Das Silenzium-Ding hier. Kann ich die Spinne locken? Hier? Nee. Mit dem Typen auch nicht interagieren. Ich weiß noch nicht ganz, wie man das alles macht. Ich habe vorher nichts geguckt, mich nicht gespoilert oder sonst irgendwas. Die Tür. Okay, kommt sie nicht ran? Könnte ich... Na, nicht. Wenn ich rechts klicke, kommt das immer aus seinem Versteck hier raus, deshalb. Nee, mach mal weg. Der Typ hier. Kratzt sich am Arsch. Geil. Kratzt er sich immer, wenn ich ihn anklicke? Den muss ich doch bestimmt irgendwie ablenken oder sowas. Ich kann nicht die Fackeln anwählen. Kann ich die ausmachen? Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Medaillon ist, was das macht zum Beispiel. Der geht nicht. Was? Ich schüttel mir den Kopf. Das Essen? Okay, nett, dass es uns zurückgibt, glaube ich. Warum hat es uns zurückgegeben? Aber jetzt kriegen die das... Und wenn ich das nochmal mache... Irgendwas hier hinten, wenn er das fallen lässt, oder? Gib nochmal her, ja. Der lässt das ja hier fallen. Aber ich komme ja hier nicht ran.
Der Vogel klimpert nur, ne? Sag dir mal, how you do this, stop it. Oh, was ist denn das hier? Ah, das sind die Effekte nochmal, wie ihr es hier gesehen habt, was ich nur machen kann. Was ich euch schon erzählt hatte, ist hier was in den Ecken sonst noch? Ich rutsche hier links immer aus dem Bild raus, das ist ein bisschen gefährlich, wenn ich dann rausklicke. Okay, okay, okay. Der Anfang ist richtig, ich brauche irgendein Timing. Das Ding. Was zur Hölle? Was? What is all this racket? How am I supposed to conquer the world if I can't have a moment of peace in my own castle? And you, be quiet. Der hat mein Medaillon mitgenommen. Tatsächlich. Ach, kann ich jetzt ohne das Medaillon hier gar nichts mehr machen? Das ist ja mega dumm. Ich dachte, ich kann die ja trotzdem noch. Nee, das wackelt. Das geht auch. Das geht nicht mehr. Vogel lässt sich auch nicht mehr. Der ist noch da. Oh je, was mache ich mit dem jetzt? Ah, ich kriege einfach drüber. Au. Steh auf. Kann ich das Brot haben? Kann ich dem das Brot geben? Danke. Ja, wir sind brav. Okay, die Knochen kann ich nicht nehmen, das kann ich nur angucken, ne? Okay, kann ich den freilassen? Nee, auch nur anschauen. Nun gut, dann schnappen wir uns den Schlüssel und verlassen den Raum, würde ich sagen. No. Was auch immer das für ein Monster ist, das mag uns anscheinend. Okay, was haben wir denn hier? Okay, ich kann nichts machen. Ich dachte, es fällt vielleicht irgendwann um. Ist ja mega außergewöhnlich, auch dass das komplett ohne Sprache und das alles auskommt. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, als ich das angeguckt habe. Ich habe gedacht, das ist ein, ich sag mal, gewöhnliches Point-and-Click. Aber ist es gar nicht. Okay. Der Gang, dahin kann ich noch lang gehen. No. Ich wollte die Katze nicht verjagen. Ich dachte, die macht irgendwas mit mir. Ich habe nichts im Inventar. Okay. Okay. Ew, da ist was drin. Kann ich das verschieben? Okay, kann ich das einem... Ja, ich kann das haben. Oh, wie cool. Wie putzig. Na? Okay. Aber das Teil kommt doch bestimmt da rein, oder? Und... Nee. So. Mein Hasi. Mein weißes Hasi schlürft gerade im Hintergrund. Kann ich da reingehen? Hier ist nichts drin.
Aber warum konnte ich das dann machen? Ist das die Mutter? Bin ich unsichtbar mit dem Tuch? Ist ja mega praktisch. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr da rein. Okay. Dann lass uns mal zurückgehen. Und wir können ja sowieso nur hier hin weiter. Weil wir kommen ja von links, würde ich behaupten. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja mega cool gemacht. Auch, dass ich hier reagieren musste und sowas alles. Abgefahren. Warum macht ihr das Licht aus? Okay. Oh nein! Ich bleib einfach mal kurz da hängen. In der Hoffnung, dass die uns nicht sehen und einfach vorbeigehen. Okay, so viel dazu. Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin da. Okay. Wo kann ich denn? Ich komme ja gar nicht hoch. Also ist Weiterlaufen nicht der richtige Weg. Okay. Ich habe jetzt gedacht, ich habe irgendeine andere Aktionsmöglichkeit. Dann. Kann ich hier noch einfach wieder ablegen? Kann ich hier hinlaufen? Okay, was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Da kann ich nur lang gehen. Boah, ist das still, auch wenn das jetzt so dunkel ist, ne? Aber hier habe ich nur laufen. Laufen bedeutet ja aber dahin. Das will ich ja gar nicht. Wie? Was kann ich denn tarnen? Ich kann ihn ja, also wenn ich weiß gerade nicht wie zumindest, kann ich ihn ja auch nicht ablegen. Hier ist die fiese Stelle. Und da gibt es sowas wie Hotspots. Also zumindest nicht auf der Leertaste. Achso, nur die Einstellung. Ich kann auch nicht zurückgehen. Zumindest wüsste ich nicht wie. Nee, ist keine Möglichkeit zurückzugehen. Hintergründe. Hier ist nix, dieser Hebel. Warte mal, wenn ich so mache, geht sie doch auch einfach. Was ist denn das Problem? Ah! Okay. Kann ich jetzt hoch? Ich habe mich gerade so über den Vorhang gefreut. Der kann doch, also Umhang meine ich. Der kann doch nicht jetzt schon weg sein. Danke, Spinni. Wow, das ist ziemlich gefährlich. Oh, oh Gott. Was zur Hölle? Ah ja. Ah, ich muss mich ducken, okay. Ah, oh, Mist. Oder kann ich... Ah, ich kann noch springen. Okay.
Okay, ich muss immer aufpassen, wie er jetzt runtergeflogen kommt oder was. Wie viele macht er denn noch? Was kommt jetzt? Ich konnte nicht! Wieso? Oh nein, bitte nicht von vorn. Okay, ist also auch nicht immer das Gleiche. Was muss ich jetzt tun? Was muss ich tun? Es ist ja die ganze Zeit... Ich verstehe es nicht. Wenn ich wenigstens immer nur die eine Situation wieder nachvollziehen müsste, dann wäre es deutlich leichter. Also die, wo er alle, die vielen Schnellen wirft. Wisst ihr, was ich meine? So, wo gehe ich jetzt hin? Okay. Schnell hoch jetzt, Mädchen. Okay. Okay, dann mach die ganze Zeit weiter. Ich wollte gerade sagen, liebe Leute, an der Stelle würde ich gerne eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir legen beim nächsten Mal wieder los mit... Oh Gott, ich kann einfach nicht zwischendurch so schnell Pause machen, ne? Oh Gott. Wir legen beim nächsten Mal wieder los mit Let's Play Chioc. Bis dann, tschüss.